Großartig. Da wir jetzt Ressource umgesetzt haben und 0 AP haben, wir können dann, glaube ich, kein weiteres Projekt erforschen. Aber wir können mal gucken. Wir werden wahrscheinlich die Touristenzone auch nicht aufwerten können. Wir brauchen 100 AP leider nur. Also, was heißt leider nur? Wir bräuchten nur 100 AP dafür. Metall und aber die haben wir nicht. Brennstoff haben wir. Effekte sind Beziehung zu allen plus 2, BP-Wachstum plus 0,02, Arbeitslosigkeitswachstum minus 0,02, IME plus 1, Provinz-Umweltzerstörungsmodifikator plus 1%, Zielunzufriedenheit in der Provinz plus 1%. Ja. Ja, ist halt auch eine 5-Sterne-Hotel-Luxusanlage. Ja. Die lassen da auch nicht jeden rein. Ja gut, das können wir gerade nicht. Also müssen wir warten, bis wir hoffentlich wieder Aktionspunkte bekommen. 29 Tage. Können wir in der Zwischenzeit in Australien irgendwie noch investieren in irgendeiner anderen Provinz, so um, weißt du, für die Beziehungen und die Stimmung so untereinander? Wir könnten hier in der Dings finanzielle Unterstützung leisten. Nee, können wir nicht. Kostet auch AP. Okay. Auch ja, dann hilft nur vorspulen. Ja. Politische Integration können wir nicht. Bräuchten wir auch AP für. Brauchen für alles AP. Ja. Vorspulen. Sehr wohl. Also weiterlaufen lassen. Ja. Sag mal, ist denn eigentlich unsere Bohrinsel mal langsam gebaut? Ja, ist sie. Rohstoff plus 3 Metalle plus 6 Brennstoff. Können wir die aufwerten? Nee, da müssen wir Bohrinseln für erforschen. Ist auch sehr teuer, aber immerhin können wir mal gucken, was das mit der Provinz gemacht hat. Hier, Südinsel. Und ich habe übrigens noch mal geschaut und gehört. Ja. Die richtige Aussprache ist Dunedin. Dunedin, alles klar. Mhm. Okay, wir tun jetzt hier was mit dem freien Bauplatz, aber also für noch eine Bohrinsel bräuchten wir nochmal 5000 AP. Bohrinseln sind sehr teuer, was AP angeht. Noch 5 Tage. Dann können wir wieder fragen. Wahre Motivation. Einer unserer Mitbewerber in der Spendensammlung bezweifelt unsere guten Absichten. Das Land hat eine Kampagne gestartet, um zu propagieren, dass der Zweck unserer Teilnahme an diesem Ereignis im Grunde nur auf das Aufpolieren unseres internationalen Images und etwaige Erträge durch den Gewinn des Ereignisses betrifft. Die Tatsache, dass wir große Mengen an Rohstoffen beisteuern, um die gute Sache zu unterstützen, wird dabei völlig unter den Teppich gekehrt. Solche Schmutzkampagnen sind zwar unter unserer Würde, aber irgendjemand wird immer daran glauben. Unsere Popularität unter den Mitgliedern des Komitees hat jedenfalls gelitten und alles, was wir tun können, ist die Sache völlig zu ignorieren oder eine Reaktion zur Rettung unseres guten Namens zu verlautbaren. Reagieren wir mit rhetorischen Phrasen auf die Anschuldigungen? Können wir nicht. Oder können wir das doch und uns werden dann einfach keine AP abgezogen? Das wäre ziemlich cool, weil dann könnten wir alles machen. Ja. Beziehungen zu Polen minus 15 würde mich jetzt nicht so stören. Schreiten wir zum Gegenangriff? Also, wir bewerfen sie mit Schmutz? Ich werde mich nicht auf dieses Niveau herablassen. Werden uns Punkte abgezogen? Beziehungen zu Polen minus 15, Beziehungen zu allen minus 5.
so viele schlechte Möglichkeiten. Okay, rhetorische Phrasen auf Anschuldigungen. Ja, kann man machen. Sagt halt nichts. Mhm. So, direkt zum Gegenangriff schreiten, wüsste ich nicht so richtig, wozu. Also es geht immer noch um eine Spendensammlung aufgrund der Fluthilfe. Ja. Wenn ich mich recht entsinne. Insofern, ich weiß noch nicht so richtig, was das Problem ist. Was da die Schmutzkampagne ist und wie wichtig sie ist oder wie angreifbar wir dadurch werden. Ich glaube, es geht eher darum, dass anscheinend durch diese wer am meisten da sich beteiligt, der kriegt dann wahrscheinlich nachher irgendwie einen Bonus von der Weltgemeinschaft oder sowas, keine Ahnung. Und Polen hat was dagegen und inszeniert eine Schmutzkampagne gegen uns. So verstehe ich das. Lass mich. Dann stelle ich mal kurz die Frage, wie wichtig ist es uns denn? Also wie wichtig ist uns diese Reputation? Lohnt es sich dafür zu sagen, komm, jetzt gehen wir zum Gegenangriff über und das ist ja alles Quatsch? Oder reicht uns eine Presseerklärung mit ein paar Überschriften? Oder sagen wir, ach ehrlich, komm, spielt mit wem anders, nicht mit uns. Also wie wichtig ist es uns? Und momentan bin ich bei dem, ich will mich darauf nicht in Ärger lassen. Damit handeln wir uns, na gut, nur für 200 Tage minus 5 Beziehungen ein und wir verlieren 100 Punkte. Das ist ein guter Punkt. Also. Gut, dann. Ich bin eher bei den rhetorischen Phrasen. Tatsächlich. Ich möchte nicht zum Gegenangriff. Na gut. Ja? Ah. Okay. Ja. Und Horst fordert uns auf, das Phrasenschwein zu füttern. Ja, so, ich frage wieder nach AP-Punkten. AP-Punkten, genau. Nach Aktionspunkten. Bitte, bitte, Australien. Wir brauchen dringend dieses Zeug. Sonst können wir überhaupt nichts machen. Ich würde mal gerade die Zeit anhalten und bei den Projekten gucken, ob wir überhaupt irgendetwas ohne AP machen können. Ich gehe aber nicht davon aus. Also, ich glaube, wir können uns das schenken. Man kann gar nichts ohne Aktionspunkte machen. Aber das ist ein guter Moment, um Guerillaschieb zu verabschieden in die Nacht. Ja, Guerilla Schieb. Schön, dass du da warst. Genau, gute Nacht, schön, dass du da warst. Schlaf gut. Bis nächste Woche. So, die Wahlen. Entschuldigung. Kein Problem. Bei den Wahlen ist jetzt aktuell Interventionismus 6 und Ziel ist 5. Änderung um 0. Persönliche Kontrolle, aktuell 2, Ziel ist 1, minus 1. Ich weiß nicht genau, was das hier zu bedeuten hat, aber wir haben jetzt ACT New Zealand, Labour Party. Ich glaube, das hier ist die extrem rechte, das ist extrem linke und dann, ich weiß nicht, wie die Parteien zugeordnet sind. Das wäre auch nett, wenn das irgendwie dabei steht, aber das ist ja ein interessantes Parlament auf jeden Fall. Ja, niemand mag uns so wirklich. Also so überbordend. Ich weiß nicht so richtig, wie wir Regierungschef geworden sind in der Demokratie, wenn die uns alle gar nicht mögen. Nee, ich glaube, das ist die Sitzverteilung. Ah, das ist die Sitzverteilung. Aber was haben wir denn mit der Sitzverteilung der Parteien zu tun? Ja, das ist, also ich kann auch nur alle annehmen klicken. Wenn ich hier mal drauf gehe und aufs Parlament gehe. So wurde gewählt. Wenn ich das richtig sehe. Mhm. Und ich kann dann hier für
Geld und AP verschiedene Fraktionen beeinflussen, wenn die mir nicht zustimmen. Das haben wir noch im Tutorial gelernt irgendwie. Ja. Und als wir das gemacht haben im Tutorial, haben wir gesagt so, wozu? Und haben das, glaube ich, nur einmal angewandt, als wir irgendwas durchbekommen wollten. Ja, mussten wir, aber bei den meisten Sachen, also alle Sachen, die wir gemacht haben, steht immer auch, wie das Parlament zustimmt. Und bei allen Sachen, die wir gemacht haben, bei solange wir Neuseeland spielen, war das immer, dass die, also, dass das Parlament zu 100% oder zu 85% gesagt hat, yo, mach. Und dann war gut. Das heißt, wir mussten das gar nicht benutzen. Ja, stimmt. Horstie, the New Zealand National Party ist eine konservative, rechtsliberale politische Partei in Neuseeland. Okay. Hier wird es auch, also was auch lustig ist, hier wird jetzt nur die Richtung angegeben. Und ich kann hier gar nicht, also eben war es ja ausgeschrieben und hier steht gar nicht der Name der Partei mehr mit dabei. Das finde ich ein bisschen schade, dass der gar nicht mehr dabei steht. Ich stimme dir total zu. Ich finde diesen Unterschied bemerkenswert und irgendwie auch bemerkenswert, dass sie die echten Parteinamen verwandt haben. Ja. In der englischen Variante. Also während sie das jetzt hier irgendwie im Rechts-Links-Schema versuchen zuzuordnen, haben sie in der englischen Variante die Namen der Parteien mit dazu genommen. Und danke, Horstie, dass du gerade nochmal die einzelnen Parteien postest, wo die stehen im politischen Spektrum Neuseelands. Ich frage mich, können wir da reingucken? Ich möchte jetzt einfach mal auf Deutschland klicken. Hallo. Und Politik Mitte links. Aha. Die führende politische Partei in Deutschland ist Mitte links. Ja, okay. Wer weiß. Es ist ja 2026. Stimmt, wir sind im September 2026. Das müsste dann... Genau, wir sind Ende September 2026. Das ist dann schon die übernächste Regierung von jetzt aus gesehen, richtig? Ja. Genau. Ja. Das ist ja dann das Jahr 5 nach Angela Merkel als Kanzlerin. Korrekt. Verrückt. Aber wird uns leider nicht die Parlamentszusammensetzung und die Parteien angezeigt. Schade. Und ich hätte gerne gewusst, ob die dann die Linke, SPD, CDU, FDP und so eine Sachen. Ja. So. Ob die dann auch da so aufgeschlüsselt sind? Ja, genau. Als Patenten. Oh. Ask for governmental assistance in Australien ist fehlgeschlagen. Horstie? Ja, die SPD kehrt wieder zurück. Horstie, du hast ja gesagt, ne, du siehst die Schuldenkrise kommen, ne? Es ist die Aktionspunktekrise geworden. Es ist die Aktionspunktekrise. Können wir nicht irgendwo... Ich möchte mal gerade Pause. Können wir nicht irgendwie Handelsrohstoffe, können wir nicht irgendwo AP kaufen? Nee, können wir nicht. Achso, wir können nur die, ja. Okay, also Aktionspunkte muss man sich verdienen. Ja. Ja, okay. Muss man sich verdienen. Wir lassen jetzt die Zeit weiter verstreichen. Was ist hier passiert? Tunesien hat sich Saudi-Arabien angeschlossen. Ja, super. Blockaktion noch 42 Tage. Alternde Gesellschaft. Die jüngsten demografischen Erhebungen zeigen, dass unsere Gesellschaft rapide altert. Korrekt.
Die Geburtsraten gehen zurück und es gibt nicht genügend Menschen im arbeitsfähigen Alter. Und wir haben nur eine Option. Meine Güte! Nun, dagegen ist kein Kraut gewachsen. Wir werden das schon irgendwie bewältigen. Bevölkerungswachstum minus 0,05. Für die nächsten 2 Jahre. Na super. Okay, also brauchen wir eine Einwanderungspolitik. Ja. Im Sinne von Attraktivierung für Menschen, die in unserem Land arbeiten wollen, sich weiterentwickeln wollen und Kinder bekommen wollen, damit wir langfristig Nachwuchs haben. Korrekt. So in der Gesellschaft. Okay. Gehen wir mal auf Christchurch. Da können wir gesellschaftliche Aktionen, Aufnahme von Einwanderern machen. Wenn wir AP hätten. Ja, wenn wir AP hätten. Es lebe der Konjunktiv. Ich bin dafür, dass wir noch mal eine letzte Pause für den heutigen Abend machen und gucken, wie viele AP wir am Ende dieser Pause haben. Ich denke nicht, dass es groß wächst. Wir können ohne Aktionspunkte gar nichts machen. 35 Tage noch. Ja, okay. Dann lass uns jetzt eine Pause machen. Wir probieren es gleich mit Australien nochmal. Wir können nicht dreimal hintereinander 75% Erfolgschance. Doch, können wir. Es ist nur sehr unwahrscheinlich. aber das geht. André, denk an Statistik. Du bist Physiker. ja, Hallöchen, da sind wir wieder. Tja. Wir sind in einer AP-Krise, nicht in der Schuldenkrise, in der AP-Krise. Wir müssen Zeit verstreichen lassen. Wie lange ist es noch, bis wir 30 Tage noch? Also 21.11. Nee. 20.11. können wir Australien wieder fragen. Nach AP. Wir brauchen dringend AP. Ich finde es auch super spannend, dass wir keinerlei negative Folgen davon haben, dass wir jede Runde AP ausgeben. Also das geht halt nicht ins Minus und es passiert auch nichts. Gut, wir sind gerade blockiert und wir können keine neuen Forschungen machen. Wir haben ja zwei freie Projektplätze und wir können nicht weiter... Oh, guck mal. Austausch von Wissenschaftlern umgesetzt und zack, weil sich unser Index der menschlichen Entwicklung erhöht hat, sind wir jetzt bei minus 57. Wir sind auf dem richtigen Weg. Definitiv. Definitiv. Auch da nochmal wäre für mich die interessante Frage im Sinne von Fehlerkultur und gucken, was wir gemacht haben. Ja, wir haben diese 5 Projektplätze. Die Frage ist, ob man die immer alle ausfüllen muss. Ja. Also wir sind ja schon auf Geschwindigkeit und auf Entwicklung gegangen und das lief ja auch immer. Jetzt sind wir in die Falle getappt, dass es zweimal nicht geklappt hat mit Australien. Und da ist dann die Frage, ob wir wirklich immer 5 Sachen laufen haben. Ja. So, und Blockaktion. Wenn denn welche? Naja. Ja. Bitte gebt uns AP. Aber wir haben im Moment Beziehungen zu Australien sind 164. Das ist schon echt cool. Also wir sind wirklich gute Freunde mit Australien. Das ist immerhin ein Vorteil. So, wir wissen mehr in ein paar Tagen. Oh, diplomatische Aktion Ask for Governmental Assistance wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Ja, und wir haben den Auftrag abgeschlossen und wir kriegen Geld. Na toll. aber immerhin haben wir reichlich Geld wieder. So, machen wir nochmal Pause. Wir können jetzt... wir sind jetzt bei minus 52. Das hat super funktioniert, dass wir den Index für menschliche Entwicklung über diese Blockprojekte nach oben getrieben haben. Ich glaube, wir sollten an der Stelle wirklich weitermachen. Gehen wir auf Blockintegration. Und der nächste hier in der Bildung ist Zugang zu wissenschaftlichen Archiven. Was ich erstmal sehr, sehr gut finde. Und AP-Unterhalt für Block-Anführerprojekte minus 5. AP-Unterhalt für Block-Mitgliedprojekte minus 10. Und wissenschaftliche Integration plus 10. Leider kein IME-Bonus, aber immerhin. Ich finde es gut. Ja. Mhm. Setzen wir um
Und wir haben jetzt noch 544. Ich glaube, da wir uns sollten. Da ja nichts passiert, wenn wir genau. bei Null sind. Genau, da uns nichts passiert, würde ich direkt das nächste Projekt irgendwie nehmen und umsetzen. Und wir haben jetzt die Ressource. Wir könnten bei den Ressource gucken, ob wir die nicht jetzt verbessern können. Aufwerten. Brauchen wir 100? Ja, sehr gut. Können wir also machen. Ja, sehr gut. Aufwerten. Haben wir noch 44? 444, Entschuldigung. Sozialpolitik haben wir lange nicht reingeguckt. Migrationspolitik. Na, das wäre gar nicht schlecht, da wir ja vorhin die Meldung bekommen haben, dass wir eine alternde Gesellschaft haben, was für uns wirtschaftlich und sozialpolitisch Folgen haben wird. Ja, insofern dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Genau, geht's hier auf Bevölkerungswachstum. Und der Index menschliche Entwicklung steigt. Genau, was wieder hier sich positiv auswirkt. Dann würde ich doch mal sagen, nehmen wir das auch. Sehr gut. Ja, wieder zwei Projekte angestoßen. So viel zum Thema, wir müssen nicht immer 5 Sachen gleichzeitig haben. Ja, aber tatsächlich ist es wir haben vielleicht nicht auf die Unterhaltskosten immer so... darauf werden wir jetzt in Zukunft mehr gucken, damit wir da nicht nochmal hineingeraten, sondern tatsächlich dann auch Projekte auswählen, die uns nicht nur in den Kram passen, sondern die dann auch dazu führen, dass wir nicht so weit in den Minusbereich reinrutschen. Ja, bei uns hängt es auf jeden Fall mit der Größe zusammen, sagt Horsti. Vielleicht hängt es auch mit eurer Größe zusammen. Definitiv. Anzahl der Provinzen und Einwohnerzahl ist direkt verknüpft mit den Einnahmen an Aktionspunkten. Wenn wir nicht so ein kleines Land wären, hätten wir überhaupt gar kein Problem mit Aktionspunkten. Einfach nochmal das Doppelte oder Dreifache an Bevölkerung und vielleicht noch 3 oder 4 Provinzen mehr und wir hätten ein Einkommen von locker 200 plus. Das ist definitiv so. Aber da haben wir vorher, wussten wir halt vorher nicht. Und wir müssen damit klarkommen. Aber so wie es aussieht, sind wir auch jetzt nicht mehr weit davon entfernt, das überwunden zu haben. So. Ich glaube auch, das wäre nochmal spannend, das Spiel mit einem großen Staat zu spielen, mit sehr vielen Provinzen. Mhm. Ich glaube, dort wird die Herausforderung sein, das innerhalb dieses Staates weiterzuentwickeln. Also wir mit unseren zwei, drei Provinzen, das hältst du gut im Überblick, so wahnsinnig viel kannst du da auch nicht machen. Aber ich glaube, das ist bei den großen Staaten deutlich schwieriger, weswegen die vielleicht, These gilt es herauszufinden im Quervergleich, dass die vielleicht nicht so schnell in diese Innovationsentwicklungen gehen, in diese Projektentwicklungen, wie wir das können. Weil wir ja eh bei uns nicht viel machen können. Ja. Und politisch. Ja. Mal gucken. Ja, okay. Bevorstehender Besuch. Wir werden bald Besuch bekommen. Ich habe ein Treffen mit einer präsidialen Delegation unserer Freunde anberaumt. Es wird öffentlich übertragen. Bereiten Sie also eine wirksame Rede vor. Leider müssen die wenigen Hauptstraßen der Stadt gesperrt werden. Aber hey, wir müssen uns schließlich im bestmöglichen Licht präsentieren. Wir werden Sie mit unserem Prestige blenden. Geld AP, BIP-Wachstum minus 0,02 oder wir haben noch ein paar Flaschen billigen Wein im Keller. Tja, beides macht BIP-Wachstum. Mir gefällt die Formulierung, wir werden sie mit unserem Prestige blenden, nicht. Aber das hier gefällt mir noch viel weniger. Ja, genau. Also das mit dem billigen Wein, also es ist immer gut, noch einen billigen Wein im Keller zu haben. Ich weiß halt, es geht ja auch nicht um den Preis, sondern darum, ob er schmeckt. Ja. In erster Linie. Außerdem würden wir wahrscheinlich australischen Wein importieren, weil wir sind ja Freunde und wenn wir schon Besuch bekommen, dann wollen wir natürlich uns gegenseitig unterstützen. Ach, ja, also mir gefällt die Formulierung vom ersten auch nicht, aber... Wie hast du es gerade gesagt? Mir gefällt das zweite noch viel weniger. Ja. Ich zitiere dich an dieser Stelle. So,
Ich mache mal gerade Pause hier oben. Algerien hat den Block verlassen, Bündnis von Türkei. Na, sieh mal an. Ja, und die Kriege da oben entwickeln sich. Krieg Indien gegen Pakistan. Bei den anderen ist Kriegswertung 0%, was immer das heißt. Und hier ist Kriegswertung 81%. Ist das dann Richtung Pakistan gut oder schlecht? Ich kann das noch nicht lesen anhand der Sachen, die da oben sind. Keine Ahnung. Huh. Ja. Lassen wir mal weiterlaufen. Und gleich sind wir wieder auf... Solange wir noch 46 Aktionspunkte haben, wollen wir uns eigentlich noch mal kurz mit Kanada, Irland oder Frankreich auseinandersetzen? Das ist ein guter Punkt. Das haben wir lange nicht gemacht. Ja, Kanada... positive Aktionen. Diplomatische kostet 30. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir Wohlwollen? Können wir uns nicht leisten. Wohlwollen können wir uns nicht leisten. Investitionen könnten wir uns leisten. Ja, das BIP-Wachstum ist schon durchaus nicht... unter den Teppich zu kehren. Also das finde ich gut. Ist die Frage, ob es Kanada wird oder eher Frankreich oder ob wir es nochmal bei Irland probieren. Ja, bei Irland... positive Aktionen... Investitionen... Ach, die Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt sind auch unterschiedlich. Nee, ist immer plus 0,06, nur Irland hat minus 0,03 und Kanada hatte minus 0,15. Also Kanada geht schlechter. Ja, wollen wir denn Kanada helfen? Wir gucken mal, wie es Frankreich geht. Minus 0,22. Ja, mit Frankreich, Frankreich hatten wir auch lange nichts mehr. Ja, genau. Ja. Und da würde ich auch Investitionspunkte ausgeben, um die Chance auf 80 zu boosten. Und dann helfen wir denen ein bisschen. Ja, das finde ich gut. Okay. Ja, dann haben wir die letzten Punkte dafür ausgegeben. Das ist doch ganz hervorragend. Machen wir diplomatisch auch mal ein bisschen was, bevor die Aktionspunkte gleich weg sind. Und wir haben schon Januar 2027. Achso, ich habe noch auf Pause. Wann können wir Australien wieder fragen? Positive Aktion. Wir können... Moment mal. Wir haben wieder positive Aktionen mit. Okay. Wir könnten also mal zum Beispiel Wohlwollen oder Investitionen. Wir haben jetzt nur leider gerade nicht. Wir sollten auf jeden Fall, sobald wir wieder AP haben, mal in Australien investieren, damit wir Investitionspunkte bekommen, um die Wahrscheinlichkeit zu boosten, dass wir, dass wir hier Ask for Governmental Help. In 19 Tagen ist es wieder soweit. Überwältigender Erfolg. Die präsidiale Delegation hat unser Bestreben, keine Kosten und Mühen zu scheuen, definitiv bemerkt. Man wird sich an diesen Besuch für lange, lange Zeit erinnern. Die Zentralafrikanische Republik. Fabelhaft. Wir kriegen 30 Punkte. Beziehungen für 400 Tage plus 20. Und wir kriegen 5 Wohlwollenspunkte. Okay. Nicht schlecht. Wir haben eine Entscheidung getroffen und es gab nicht irgendwie nochmal so einen doppelten Boden. Ja, interessant, oder? Schön. Geht jetzt direkt weiter. Beitrag zur Spendensammlung. Ja, es gibt eine neue Gelegenheit, einen Betrag zur laufenden Spendensammlung zu leisten. Denken Sie daran, dass Belohnung für dieses Ereignis normalerweise jenen zugutekommen, die am meisten beigetragen haben. Wir machen weiter mit den 600. Wir haben das Geld.
Ja, jetzt müssen wir es auch einfach durchziehen. Richtig. Finde ich. Ja.